Wenn ich gar nicht in Sachsen, Thüringen oder Brandenburg wohne, warum sollten mich die Landtagswahlen da im September überhaupt interessieren? Unter anderem, weil die AfD laut aktuellen Umfragen in allen drei Ländern große Chancen hat, stärkste Partei zu werden. Das ist ihr bisher noch nie gelungen. Mit ihren teils extremen Positionen grenzt sich die AfD von anderen Parteien ab. Der Bundesverfassungsschutz stuft die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall ein. In Sachsen und Thüringen bezeichnen die Landesämter für Verfassungsschutz die AfD-Landesverbände sogar als gesichert rechtsextremistisch. Teil der Begründung: Verstöße gegen die Menschenwürde, unter anderem durch islam- und ausländerfeindliche sowie antisemitische und völkische Positionen. Viele andere Parteien wollen deshalb nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Sollte die AfD die Wahl gewinnen, könnte es für alle Seiten schwierig werden, eine Koalition zu bilden. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die AfD die absolute Mehrheit holt. Und weil wahrscheinlich kaum jemand mit ihr koalieren will, stehen die Chancen zu regieren eher schlecht für sie. Regieren kann, wem es gelingt, Mehrheiten zu bilden. Und dabei könnte zum ersten Mal das neu gegründete BSW in Sachsen eine Rolle spielen. Als politischer Newcomer würde das Bündnis nach unserem aktuellen MDR-Sachsen-Trend 15% holen. Aber Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Die kennen wir erst am 1. September. In den drei Bundesländern wird der Landtag für je 5 Jahre gewählt.